Schaffe, schaffe, Häusle baue. Die hierzulande allseits bekannte Redewendung zeugt von der großen Arbeitsmentalität der Schwaben. Wenn dann ein Unternehmer und Visionär wie Götz Werner nach Augsburg kommt, dann ist das Interesse groß. Denn der 68-jährige Milliardär fordert seit Jahren ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt 1000 Euro für jeden, von der Geburt bis zum Tod, regelmäßig und ohne dafür arbeiten zu müssen. Die Idee mit dem Grundeinkommen ist eine Utopie. Ja, eine Utopie. Aber alles, was heute für uns real ist, war mal eine Utopie. Und alles, was morgen real sein wird, muss heute eine Utopie sein. Die Vision klingt auf jeden Fall verlockend. Hartz IV würde abgeschafft. Niemand müsste seine Kinder alleine zu Hause lassen, um Geld zu verdienen. Und keiner müsste mehr einen Job machen, der ihn nicht interessiert. Also ich finde die Idee grundsätzlich gut, aber ich glaube nicht, dass es durchgesetzt wird. Wäre natürlich angenehm, so haben das Geld, aber funktioniert wahrscheinlich mit den ganzen Leuten, die nur rumhocken dann. Ich habe keine Argumente, das irgendwie zu unterstützen oder nicht, aber ich denke, dass es in einem Staat wie Deutschland schon möglich ist. Und so soll es funktionieren. 1 Billion Euro werden laut Finanzminister Wolfgang Schäuble jedes Jahr in Deutschland an Sozialleistungen ausbezahlt. Mit diesem Geld könnte der Staat die 1000 Euro monatlich bestreiten. So zumindest lautet ein Modell zur Finanzierung. Werner ist bekennender Anthroposoph und setzt seine Ideen auch im eigenen Unternehmen um. Für ihn ist das bedingungslose Grundeinkommen nur eine Frage der Zeit. Was wirklich Neues. Ne? Also das ist so wie eine kopernikanische Wende. Ne? Wenn die Erde flach ist, alle sagen, die Erde ist flach. Jetzt kommt jemand und sagt, nein, die Erde ist rund. Dann braucht es eine Weile, bis immer mehr Menschen denken können, dass die Erde rund ist. Der übervolle Hörsaal zeigte, immer mehr Menschen interessieren sich für Werners Ideen. Und auch das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Thema, das es wert ist, diskutiert zu werden.